Willkommen zu Captain Tsubasa Rise of New Champions auf der Nintendo Switch. Wir werden, um so ein bisschen in dieses Spiel reinzukommen, ein kleines Vorbereitungsturnier spielen, so ein Mini-Turnier mit vier Teams. Hier sehen wir die Paarungen. Wir spielen rechts oben den FC Soleil. Das ist ein Team, welches ich mir erstellt habe. Und ich bin in diesem Spiel, ich habe erst so zwei, drei Spiele gemacht. Und ich bin noch gar nicht so gut da drin. Aber ich habe wirklich Lust auf dieses Spiel. Und wir werden gucken, ob wir damit irgendwann mal besser klarkommen. Als es wir bisher tun. Ich tue mich noch ein bisschen schwer mit diesem ganzen Spiel, wie ich schon sagte. Diese ganze Art des Spiels liegt mir noch nicht so ganz. Ich bin da noch ein bisschen unbeholfen drin. Wir starten mal die Partie. Und ich habe die Steuerung so ein bisschen für mich geändert. Ich habe sie so ein bisschen an die FIFA-Steuerung angepasst, dass ich so einigermaßen klarkomme. Aber wie ich schon sagte, es klappt noch nicht so. Deshalb machen wir erstmal ein Vorbereitungsturnier. Mal sehen, wie gut oder wie schlecht wir uns hier schlagen. Und dann werden wir im weiteren Verlauf dann irgendwann mal eine Ligasaison starten. Und da wollen wir natürlich so gut abschneiden, wie es geht. Hier jetzt natürlich auch. Aber wie ich schon sagte, das sehen wir so ein bisschen als Vorbereitung, um reinzukommen. Und man lernt immer am besten unter Wettkampfbedingungen. Und deshalb spielen wir das Turnier. Ich habe, falls ihr euch wundert, die Kommentatoren ausgeschaltet, weil es doch ein bisschen anstrengend war, die japanischen Kommentatoren immer so im Hintergrund reden zu hören. Ich weiß nicht, wer von euch die Serie von früher kennt. Ich habe früher, wo ich noch Kind war, liefen die Kickers und halt Captain Tsubasa. Und ich habe beide Serien geliebt. Ich persönlich fand die Kicker-Serie ein Ticken sympathischer, aber das ist ja immer Geschmackssache. Im Kern war es halt Fußball und mit kleineren Geschichten und Persönliches so nebenbei. Und ja, hier sehen wir die Startaufstellung von unserem Gegner. Und falls ihr am Anfang merkt, oh, irgendwie, der spielt aber komisch. Ja, ja, wie ich schon sagte, ich tue mich hier noch echt schwer mit dem Spiel. Die Steuerung und dieses ganze Spiel ist mir noch nicht so in Fleisch und Blut übergegangen. Da sehen wir unser Team. Wir spielen ein 4-4-2. Das ist auch die Aufstellung, die ich meistens bei FIFA spiele. Aber das ist auch das Einzige, was welchen Vorteil ich mir so da rausziehen kann, weil es ist wirklich ein komplett anderes Spiel. So, jetzt geht's los. Achso, das bin ich gar nicht. Ja, da fängt schon an. Ich habe jetzt gemeint, ich wäre die Blauen. So. Jetzt habe ich gerade vergessen, wie hier Tricks funktionieren. Ach so, okay. Ja, ich wollte es versuchen, bis mein Superschuss aufgeladen ist. So, Tsubasa. Na, schade. Ach so, ich muss ja gedrückt halten. Habe ich wieder vergessen. Das meinte ich damit, dass ich mich noch nicht so ganz an dieses Spiel gewöhnt habe. Okay, ich muss ja gedrückt halten. Ich habe gedacht, das lädt sich automatisch auf, wenn ich in der Nähe bin. So, ich finde das Spiel auch recht anspruchsvoll, muss ich wirklich sagen. Also, man muss sich da wirklich dran gewöhnen. Jetzt habe ich aber vergessen, meine Taktik nachzugucken. Man gab mir eine Empfehlung, welche Taktik ich vielleicht einstellen soll. Aber ich habe es jetzt auch vergessen. So, ihr merkt ja auch, ich bin noch ein bisschen sehr konzentriert natürlich.
Ich glaube, ich habe erst 2 oder 3 Spiele erst gemacht, also wirklich ganz, ganz wenig. Ich habe dann mir mein Team hier noch erstellt. So, Tsubasa. Oh, das war, habe ich den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Oh, das war knapp. Ach, das war eine Ecke. Okay. Wie ihr seht, ich habe hier noch niemals Ecken gehabt. Und das wird mir schon wieder erklärt. Ja, ich habe keine Ahnung. Das hat ja super funktioniert, meine Ecke. So. Auch dieses Ausweichen hier finde ich manchmal bei diesem Spiel so ein bisschen zufallsbasiert irgendwie. Manchmal hat man gar nicht die Gelegenheit, wirklich an diesen Ball zu kommen. Also ich bin mal gespannt, wie lange ich an diesem Spiel Spaß haben werde. Ich habe mir gedacht, wir machen das mal gemeinsam, herauszufinden, ob das Spiel was für mich ist oder nicht. Ich bin auch immer zu weit weg beim Schießen. Aber trotzdem geht er rein. Und somit führen wir jetzt 1:0. Aber ich habe schon gemerkt, es hat bei diesem Spiel gar nichts zu sagen. So, das war die Zeitlupe. Die werden wir jetzt auch nicht jedes Mal laufen lassen. Ich wollte das nur mal so zeigen. Jetzt habe ich versucht, einen Trick zu machen, hat aber nicht reagiert. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die Steuerung so nicht manchmal hundertprozentig schnell reagiert. Wie jetzt, das habe ich 2-mal den Passknopf gedrückt. Bevor er überhaupt den Ball gespielt hat. Ja, schade. Ich habe den Spieler nicht gesehen, wenn ich ehrlich war. Jetzt drücke ich da ganze Zeit Spielerwechsel, aber er gibt mir nicht den Spieler, den ich möchte. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Okay. Ja, man sagte mir auch schon mal, oder beziehungsweise, wo ich mir ein Video angesehen habe, sagte man, dass man nicht so viel hin und her spielen soll, sondern mehr so die 1-und-1-Situation suchen sollte. Aber jetzt auch da wieder, das meinte ich, jetzt habe ich 3-mal schon getackelt und ich kriege den Ball immer noch nicht. Auch da dieses Spiel, weil die Bälle halt meistens abgefangen werden, aber irgendwie kriege ich das nicht raus. Weil es ist ja trotzdem immer noch irgendwo ein Fußballspiel in meinen Augen. Wir schießen einfach mal. Aber ich habe jetzt auch irgendwie gedacht, ich wäre näher am Tor. Ja, irgendwie ist meine Taktik, die ich mal eingestellt habe, gar nicht mal hier drin, habe ich gerade gesehen. So. Das ist hier gar nicht so einfach für mich. Und da wollte ich den Ball eigentlich anders spielen. Und schon ist der Ball wieder verloren. So, jetzt sprinten wir mal nach vorne. Und schon haben wir den Ball wieder verloren. Jetzt haben sie die V-Zone aktiviert. Natürlich nicht so schön. So. Wir befinden uns in der Nachspielzeit. Ja, wir spielen hier nur, Anführungsstrichen, nur 2x30 Minuten. Das liegt einfach daran, weil das hier Schüler sind im Normalfall. Die sind ja jetzt alle noch nicht so alt. Ich schieße jetzt einfach mal, weil wir gleich schon die Nachspielzeit rum haben. Und das wird immer als Kritikpunkt genommen, dass man nur 2x30 Minuten spielt. Aber wie gesagt, das sind ja noch Schüler. Und ja, ich würde sagen, wir werden dieses Spiel in dieser Folge noch zu Ende spielen. Ich wollte erst das Stückeln
Aber, ja. Vielleicht in der nächsten Folge. Ich überlege mir das mal. Kann ja auch sein, dass wir hier schon in der ersten Runde rausfliegen. Und, dann will man das nicht so eine Länge ziehen. So, mal sehen. Er hat ihn fest, nicht festgehalten, aber er hat ihn gehalten. Das wusste ich nicht, was ich machen sollte. Ich wollte gerade noch so einen Trick machen, aber irgendwie... Da unten steht er. Und schon ist er wieder an mir vorbei. Und schon ist er wieder an mir vorbei. Und da kann ich einfach nichts machen. So. Ah, schade. Ich wollte gerade meinen Schuss aufladen. Aber ich glaube, ich müsste mir mal ein paar Videos von Leuten mal angucken, die das Spiel so richtig gut können. Weil, ich merke ja selber, ich spiele ja noch richtige Grütze hier. Auch so, da kommt so ein Ball einfach mal nicht an. Ich weiß nicht, wieso. So, mal sehen. Den hat er festgehalten. Ich habe es auch irgendwie bisher auch nur geschafft, mit dem Spieler Tsubasa hier ein Tor zu schießen. Noch mit keinem anderen Spieler. Und ich weiß nicht warum. So, jetzt aktivieren wir mal unser Powerplay. Gucken, ob das was bringt. Natürlich kriege ich den Ball nicht. So, aber ich habe das Gefühl, ich schieße immer noch von viel zu weit weg. Ich müsste viel, viel näher. Aber es hat trotzdem funktioniert. 2 zu 0. In unserem Vorbereitungsturnier. Jetzt hat er schon Nummer... Jetzt hat er 4 Abwehrspieler vor mir ausgefummelt. Und was soll ich da machen? Ich kann ja nicht mehr wie tackeln. Und das meine ich, das ist, finde ich, manchmal so ein bisschen random bei diesem Spiel. Ich meine, wenn er mal so mal ein oder auch mal 2, das ist ja nicht das Thema. Aber 4 dann... Wie gesagt, was soll ich machen? Ich müsste mir mal gute Leute mal angucken, wie die das machen. Ob die das auch haben, das Problem. So, jetzt kriege ich den Ball nicht. Ist mir auch schon mal aufgefallen, wenn der Ball so im freien Raum so rumrollt, so ohne irgendwie... ein Gegner. Manchmal kriegt man den Ball einfach nicht. Dann läuft man durch den Ball quasi durch. Also ich denke mal, den ein oder anderen Patch wird dieses Spiel wahrscheinlich noch bekommen. So, jetzt muss ich nach außen ein bisschen laufen. Ich kam da nicht mehr durch. Ich versuch's einfach mal. Und er geht rein. 3 zu 0. Und diesmal war es Ozora. Ich glaube... Der hat schon 3 Tore geschossen, okay? Ich habe immer gemacht Tsubasa. Das erste Mal, dass ich mal nicht mit Tsubasa ein Tor schieße. Okay, 3 zu 0. Das ist ja schon mal ein guter Start in dem Turnier hier. Jetzt hat er wieder 4 Mann... Ist der durchgelaufen nach dem Anstoß. Das könnte ja schon fast der berühmte Anstoßbug von FIFA sein. So. Jetzt weiß ich nur nicht, wohin mit dem Ball. Die spielen sich ja alle nicht frei. Ich muss unbedingt meine Taktiken mal hier einstellen. Ich glaube, das ist bestimmt auch elementar wichtig bei diesem Spiel. Ich schieße jetzt einfach mal. Wir führen 3 zu 0. Und was soll's. Oh, jetzt habe ich nicht gewusst, dass ich den Ball habe. Ich wollte eigentlich tackeln. Also so muss ich sagen, macht das Spiel schon Laune.
Aber ich glaube, ich verstehe es noch nicht richtig. Auch hier, manche Pässe kommen einfach nicht an. Ich weiß nicht, ob das jetzt an mir liegt oder ob das einfach manchmal bei dem Spiel so ist. So, jetzt sind wir nah genug dran. Aber den hat er auch gehalten. Okay. Ich weiß auch manchmal nicht, welcher Spieler so einen Superschuss hat und welcher nicht. Ob ich das irgendwie einstellen muss, irgendwie. Ich habe wirklich keine Ahnung von diesem Spiel. Deswegen habe ich ja vorhin gemeint, ich vermute mal, ich spiele dieses Spiel noch nicht richtig. So, jetzt haben wir wieder einen aktiviert. Und mal sehen, was daraus wird. Es wird nichts. Okay. Aber wir haben volles Powerplay. Wir werden das, wenn wir den Ball haben, gleich mal aktivieren. Wenn ich den Ball mal kriege. So, jetzt haben wir unser Powerplay aktiviert. Auf jeden Fall bedeutet das, das habe ich schon mal so rausbekommen, dass wir unseren Schuss schneller aufladen. Ich weiß nicht, was... jawohl, da ist das. 4:0. Tsubasa, 4 Tore. Ah, habe ich gerade verguckt. Ich habe gedacht, ich hätte einen anderen Spieler, der ein Tor geschossen hätte. Okay, jetzt hatte ich mich gerade verguckt gehabt. So, 4:0. Wir haben uns jetzt nicht mit Ruhm bekleckert. Ich habe mich sogar einmal mit dem Spielernamen vertan. Aber es gibt Schlimmeres. So, damit haben wir diese Partie gewonnen. 0:4. Ich hoffe mal, dass wir im Finale auch wieder so ein gutes Spiel abliefern werden. Also vom Ergebnis her, spielerisch war das noch nicht das Gelbe von Ei. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Euer MyGamingWorld81.